Und jetzt plötzlich 17% Romantiker. Wenn ich irgendeinem Mädel meine Nase in den Mund stecke, ist wahrscheinlich geil. Hier. Was geht ab und herzlich willkommen beim neuen Video. Ja Leute, was geht? Ich hoffe, euch geht's gut. Erstmal muss ich sagen, es tut mir mega leid, es kam ja jetzt längere Zeit nichts. Ich war nämlich die letzten 4 Tage im Urlaub, bin ein bisschen braun geworden, also ich finde, ich sehe echt aus wie ein anderer Mensch, was die Bräune angeht. Ich weiß, es hat sich gar nichts verändert. Ist auch scheißegal, auf jeden Fall kommt jetzt ein neues Video. Mir hat nämlich letztens ein Abonnent von mir bei Insta geschrieben, yo Alex, ich habe da so eine App entdeckt, teste die doch mal, die ist mega cool, da geht's nämlich ums Küssen. Und ich habe mir gedacht, ja komm, warum nicht, machst du dazu doch einfach mal ein Video. Und zwar ist das die App Kissing Test. Davon gab es allerdings 3 verschiedene Apps, deswegen habe ich jetzt 3 verschiedene Apps auf meinem Handy. Also was das Küssen angeht, bin ich echt, glaube ich, richtig gut. Ich habe schon von über 200-300 Mädels gehört, ey, das war der beste Kuss meines Lebens. Vielleicht nicht, also das war jetzt ein bisschen übertrieben. Also natürlich nicht 200-300, aber ach komm, scheißegal. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, ob das Ganze funktioniert und ob ich ein guter Küsser bin. Wir fangen sofort mal an. Ich will gar nicht lang labern, auch wenn es jetzt wahrscheinlich schon wieder 1 Minute lang ist, das Video. Okay, hier ist jetzt der Bildschirm eingeblendet. Ihr seht es hier, Kissing Test und Kissmeter. Ey, ich frag mich, wer erfindet so eine Scheiße? Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal mit der ersten App an, und zwar ist das Kissing Test. Are you a good kisser? Prove it. Also bist du ein guter Küsser, teste es oder finde es heraus. Wähl dein Geschlecht und fang an. So, ich bin auf jeden Fall ein Female. Warte mal, back. Ein Male bin ich so. Und ich weiß nicht, aber ich glaube, ich muss das jetzt... Alter, auf meinem Handybildschirm sind bestimmt voll viele Bakterien. Ach du Scheiße, Analyzing, Kuss wird analysiert. Das schneide ich jetzt am besten raus. Schulmädchen, du kisst wie ein kleines Mädchen. Ist das dein erster Kuss? Nein, ist es nicht, Mann. Das ist locker mein 5000er, du Scheiße. Oh, nochmal. So, Mail. Wartet. Muah. Ey, ich feiere die App. So, Kuss wird analysiert. Veteran, you have plenty of experience. You should pass on your knowledge to someone less skilled. Bam, Alter! Wow! Habt das gehört? So sieht es nämlich aus. So, einmal versuchen wir noch kurz. Pass auf, dass du deinen Bildschirm nicht brichst. Ey, ohne Spaß, ich habe so das Gefühl, da kommt einfach immer irgendwas. Egal wie du küsst, da kommt halt, das ist so ein Zufallsprinzip. Deswegen, ich probiere jetzt einfach mal Female und ich klatsche mit meiner Hand hier drauf. Oh, Spaghetti. Das ist ein bisschen gruselig, steht hier. Also, that's kind of scary. Tongue, keine Ahnung, hab das Wort noch nie gehört. Okay, einmal noch ganz kurz Female, ein schöner Kuss. Warum mache ich dabei immer dieses Geräusch? You like to take it slow. Try not to fuck up the screen. Okay. Egal, also die App ist auf jeden Fall schon mal okay. Jetzt testen wir hier mal die zweite App, und zwar ist das auch Kiss-App. Das Ganze sieht jetzt so aus. Okay, ich muss kurz meinen Mund ein bisschen anfeuchten. Hey, was mache ich hier gerade? So, okay. 13% romantisch, 2% Erfahrung und 15% Passion? Was heißt überhaupt Passion? Passion heißt halt einfach die Passion. Alles klar. Ey, das kann doch nicht sein, das war doch so gut. So, einmal noch. Das Gute ist, alle, die dieses Video sehen werden von meinen Freunden, ihr werdet nie mehr einfach so mein Handy in die Hand nehmen. Mann, was ist das für eine Scheiße? 10% Romantik, willst du mich verarschen? Das ist der absolute Rotz. Ich habe das gerade mit meiner Nase gemacht. Und jetzt plötzlich 17% Romantiker. Wenn ich irgendeinem Mädel meine Nase in den Mund stecke, ist wahrscheinlich geil. Hier, also die App würde ich mir niemals holen, dann holt euch lieber den ersten Kissing-Test. Also diese App ist der absolute Müll. Ich kann gerne nochmal einfach mein Ohr dran halten. Funktioniert, alles klar. 11% Romantik. Ey, ich frage mich, das kann doch nicht sein, oder? Wartet mal. Ey, komm, ganz ehrlich. Verpiss dich, Drecks-App. So, jetzt versuchen wir hier zum Schluss nochmal Kissmeter. Kiss the lips. Okay. Ich bin mega nervös gerade. Ich muss kurz runterkommen. So. 42% Romantik. 5. Also okay, das ist eigentlich auch nicht so gut. Nochmal. 13%. Ich finde es echt ein bisschen gemein, muss ich ehrlich sagen. Okay, letzter Versuch. Nochmal.
Okay, Leute, letzter Versuch. 6%. Das kann doch nicht sein. Ey, das kann einfach nicht sein. Ohne Spaß, das kann ich doch jetzt so nicht hochladen, oder? Leute, passt auf, das nächste Girl, das ich küsse, das muss in meiner Snapchat-Story bewerten, wie der Kuss war. Ich weiß jetzt zwar nicht, ob sie das mitmacht, aber man kann es ja mal versuchen. Bei 12.000 Likes. Ja, Leute, so viel dazu. Ich hoffe, das Video hat euch ein bisschen unterhalten. Checkt auf jeden Fall Instagram und Snapchat ab. Und wir sehen uns dann morgen wieder. Morgen kommt ein neues, cooles Video. Und ja, haut rein, genießt das schöne Wetter. Ciao.